herzlich willkommen beim Tienchen. Heute habe ich mal was für euch, das vielleicht noch nicht alle kennen. Und zwar hat die Familie Renz das vor einiger Zeit im Fernsehen vorgestellt und die verkaufen Sets mit sogenannten Triptychon-Karten. Triptychon kennt ihr, das sind Bilder, die aus drei Teilen bestehen, aber jeweils unterbrochen sind. Und ihr kriegt Sets, fertige Sets zu kaufen. Ich weiß nicht, ob die das erfunden haben oder ob die das nur vertreiben. Ihr kriegt da fertige Sets, da sind schon Karten drin, Hintergrundbilder und sogenannte Vollkartonstücke, also Chipboard oder Graupappe-Stücke. Hier sowas. Und die sind alle schon fertig zugeschnitten, ich glaube in zwei verschiedenen Größen, wenn ich mich nicht irre. Und die klebt ihr hinten auf ein Bild und schneidet es auseinander und setzt es dann auf Karten oder auf Layouts oder wie auch immer. Dann habe ich mir überlegt, ja, zwei verschiedene Größen, schöne passende Bilder, das ist ja alles supi. Aber ich habe ja immer von meinen Graupappe-Stücken, also von den Boxen, die ich bastel, habe ich ja immer Reste übrig, auch mal kleine. Oder ihr könnt auch diese Inchis nehmen, die ich euch in dem einen MFG-Video gezeigt habe. Das sind dann ganz kleine. Einfach irgendwelche Stücke. Es müssen nur immer drei gleich große sein, lange, rechteckige, wie auch immer. Und die klebt ihr auf Motive und schneidet die nachher aus und habt dann drei extra Teile. Ich habe ihr schon mal was vorbereitet, damit ihr seht, wie das aussehen könnte. Das ist also zum Beispiel eine Halloween-Karte. Und dieses Bild war, Moment mal, ich guck mal wegen dem Licht. Mein altes Problem, ist es jetzt so besser oder weniger gut? Ich versuche es mal so. Ein Halloween-Hintergrund. Und diese drei Teile, also ihr seht, das ist hier so Chipboard, sowas wie das, also Graupappe-Stücke, habe ich auf so ein Bild geklebt mit einem Tor und habe das auseinandergeschnitten und dann mit einem Abstand dazwischen aufgeklebt. Oder, wo ihr es vielleicht noch besser sehen könntet, ist das. Da habe ich also einfach nur ein Grau, eine Kraftkarte genommen, die gab es mal fertig zu kaufen, habe die bestempelt mit Happy Birthday im Hintergrund, ganz viele kleine Happy Birthday Schriftzüge, dann habe ich ein Auto aufgestempelt, ihr könnt da also auch mit Stempeln arbeiten, müsst keine fertigen Motive nehmen, das fand ich also ziemlich gut, die Idee. Habe dann ein Auto drauf gestempelt und habe das dann auch zerschnitten, wieder ein ganz anderes Format und zwei Blümchen draufgeklebt. Und ich denke, das geht als Männerkarte eigentlich durch, trotz der Blümchen. Könnt also auch mit Stempeln arbeiten, die Idee fand ich gut. Und ich habe das hier schon mal vorbereitet und zwar habe ich hier drei Stücke draufgeklebt. Hier hinten ist so ein Stempelmotiv von so einer Schneiderpuppe. Das würde ich jetzt auseinanderschneiden. Oder hier habe ich jetzt ein fertiges Motiv. Das ist von der Familie Renz. Da würde ich jetzt diese drei einfach draufkleben. Also Flüssigkleber ist natürlich dahingehend nicht so günstig, dass er etwas Blasen wirft, je nachdem, was für ein Papier ihr nehmt. Wenn das Papier also zu dünn ist, dann kriegt ihr Blasen. Wenn ihr aber doppelseitiges Klebeband nehmt, dann ist wahrscheinlich die Gefahr gegeben, dass ihr entweder nicht ganz an den Rand kommt damit oder dass es vielleicht nicht überall richtig klebt und euch nachher die Ecken abstehen. Ihr seht, ihr klebt es also einfach hier nebeneinander mit einem kleinen Abstand dazwischen. Also ich finde diese Sets wirklich sehr schön, weil halt auch die Motive und die Hintergrundpapiere schon dabei sind. Aber ich habe mir gedacht, als Alternative für alle, die sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein ganzes Set, möchte aber vielleicht irgendwann mal eine Karte oder ein Layout machen, wo ich so einen kleinen Aha-Effekt reinbringe, sage ich jetzt mal.
So, das muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen, aber ich zeige es euch jetzt an dem. Ihr könnt ein Cuttermesser nehmen, ihr könnt aber auch eine Schere nehmen, das erstmal grob zerteilen. Und natürlich bietet sich das Cuttermesser an, weil das ganz an den Rand geht. Und die Dicke von dem Chipboard, sage ich jetzt mal, die habt ihr dann als Kante zum Schneiden. Aber das geht jetzt hier bei meinem dünnen Papier auch mit der Schere. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und wenn ihr das jetzt zugeschnitten habt, dann habt ihr hier das Motiv in drei Teilen. Und wenn ihr jetzt einen schönen Hintergrund habt, eine Karte machen wollt, meinetwegen auch auf ein Flipbook oder auf ein Mini vorne drauf, dann besteht dieses Teil. Ihr könnt es auch so ein bisschen versetzen. Dann sieht es vielleicht noch interessanter aus. Ihr teilt praktisch eure Motive in drei Teile und könnt dann damit spielen, könnt die versetzen nach links, nach rechts oder einfach gerade oder so. Also ihr könnt da ganz wilde Sachen damit machen und das hat dann so ein bisschen an so einen Puzzle-Effekt. Und ich finde es eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, hier nochmal meine Beispiele. Das mit dem Auto finde ich besonders gelungen, denn obwohl ich das nach unten versetzt habe, es also nicht genau nebeneinander ist, kann man trotzdem erkennen, dass es ein Auto ist. Das Tor kann man hier nicht so gut erkennen, da habe ich wahrscheinlich das Motiv falsch gewählt oder vielleicht ist auch der Hintergrund zu wild. Also da könnt ihr spielen und variieren. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal. Diesen Triptychon-Effekt finde ich toll. Und das wäre jetzt hier bei dieser Blume genauso. Ich probiere mal, ob das schon geht. Also wenigstens so grob. Wenn ich das jetzt auseinanderschneide. Das muss natürlich noch ein bisschen trocknen. Aber dann habt ihr hier drei Teile. Also das stimmt jetzt noch nicht ganz. Ich möchte das jetzt trocknen lassen noch. Aber ich finde, es ist eigentlich ein ganz interessanter Effekt. Und wenn ihr den Hintergrund nicht zu bunt gestaltet und es so richtig schön rausknallt, also den Hintergrund einfarbig oder ganz dezent bestempelt, so wie hier, dass das Motiv auch richtig rausknallt, finde ich, ist das ein toller Effekt. Ich würde mich freuen, wenn das von euch vielleicht jemand aufgreift, nachmacht oder sagt, ja, supi. Und ihr könnt eure Reste verwerten. Ich bin ja immer sehr für Reste verwerten. Und könnt eure Größe selber wählen. Ihr könntet zum Beispiel auch die 1,5 mal 1,5 Inches nehmen, die ganz kleinen. Und könntet ein Mini-Kärtchen damit machen oder sowas. Finde ich total interessant, die Idee. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Kommi freuen oder über einen Daumen hoch. Wie gesagt, die Idee war von der Familie Renz. Aber ich habe das ein bisschen abgewandelt für mich mit anderen Größen und zum Reste verwerten. Das war mein kleiner Tipp für euch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.